Niemals. Auch nicht in meinen dunkelsten Albträumen hatte ich mir vorgestellt zu erleben, was hier in unserem Krankenhaus seit 3 Wochen vor sich geht. So beginnt der Bericht eines Arztes aus der Lombardei in Italien, da, wo das Coronavirus in den vergangenen Wochen am entsetzlichsten gewütet hat. Zuerst kamen einige Infizierte, dann Dutzende, dann Hunderte. Und jetzt sind wir nicht mehr zuerst Ärzte. Nein, wir sind zu Sortierern am Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach Hause geschickt werden soll, um zu sterben. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war völlig normal, dass wir es waren. Die Wissenschaft schloss für mich die Existenz Gottes aus. Ich habe immer darüber gelächelt, dass meine Eltern in die Kirche gingen. Vor 9 Tagen kam ein 75-jähriger Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, hatte ernsthafte Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er sie den anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt. Wir waren alle zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um ihm zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben. Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft. Wir haben 2 Kollegen, die gestorben sind. Andere von uns wurden infiziert. Wir mussten erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind. Dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern. Gestern ist der Priester gestorben. Obwohl es in unserem Krankenhaus innerhalb von 3 Wochen 120 Todesfälle gab und wir alle erschöpft und verstört sind, hat es dieser Priester trotzdem geschafft, uns einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Hirte ging zum Herrn, und bald werden wir ihm auch folgen, wenn das hier so weitergeht. Ich war seit 6 Tagen nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Ich erkenne meine Wertlosigkeit auf dieser Erde an und möchte meinen letzten Atemzug erst machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Tilman Grabinski, Pfarrer der Evangelischen Friedenskirche Kaiserslautern.